8, 9. So. Komm mal zu mir. Hey, da bleiben. Komm hier. Komm. Da bleiben. Ja, wir haben im Prinzip ja, so ziemlich alles versucht, was es gibt. Also wir waren auch schon mal beim anderen Trainer, wir waren in der Hundeschule, wobei ich glaube, dass es in der Hundeschule eigentlich eher immer schlechter geworden ist. Also ja, es ist einfach immer schlechter geworden. Er war immer aufgeregter, die anderen Hunde, die haben ihn schon richtig angestachelt. Ja, sobald die Hunde von alleine gelassen wurden, ging die Party ab, ja. Ja, wir haben die Leinenführigkeit mit Blockieren, wenn er vorgezogen hat, mit Guttis zum Locken, ja, dass er eben sich an mir orientiert. Wir haben es mit Stehenbleiben, wir haben es mit Richtungswechsel versucht. Das hat einfach alles nicht geholfen. Also es ist eigentlich eher noch frustrierender geworden. Ja, er war frustriert, ich war frustriert. Der Spaziergang hat einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht und ja, das war schon ziemlich ermüdend für uns beide und ja, ich habe dann auch irgendwo keinen Ausweg mehr so richtig gesehen, was eigentlich hilft. Ja, also mir kamen sämtlichste Hilfen von außerhalb, kam mir Spanisch vor, weil es bei anderen Hunden ja scheinbar funktioniert hat, bloß nicht bei uns. Ja, er war eigentlich ständig aufgeregt, er musste sich immer irgendeine Beschäftigung suchen, Gras fressen, irgendwelche Stöckchen holen. Er konnte nie einfach mal so da liegen wie hier, das war undenkbar. Und es ist jetzt erst eine Woche her, seitdem wir bei Melanie waren. Und ja, wenn irgendwo jetzt ein Vogel vorbeifliegt oder irgendwas sich bewegt, das interessiert ihn nicht. Wir haben am ersten Tag nach der Schulung ohne Leine an einem anderen Hund vorbeigehen können, ohne Leine. Also das muss man echt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Er wird zu Hause viel ruhiger, er entspannt schneller, er fährt sich nicht mehr selber so hoch, wenn er Spielsachen findet oder wenn er spielt mit mir. Er ist vorsichtiger, er war vorher einfach extrem respektlos gegen mir über. Er hat mich angesprungen und hat keine, ja, im Prinzip keine, war außer Kontrolle. Und ja, ich muss einfach sagen, es hat sich alles deutlich geändert und ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell geht. Ja, allein schon ohne Leine zu gehen, weil ich Angst haben muss, dass der Hund zum nächstbesten Auto hinspringt, das wäre undenkbar gewesen. Jetzt, ja, ihn interessieren andere Hunde nicht mehr, andere Autos, Vögel. Es ist deutlich besser geworden und das in so kurzer Zeit. Und
Ja, dafür möchte ich natürlich der Melanie tausendmal danken. Und ja, danke, Melanie. Also, es ist wirklich ein anderer Hund, man muss es sagen. Es ist ein anderer Hund. Und ja, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Und weil einfach das ganze Zusammenleben harmonisch wird. Ja, es wird endlich mal harmonisch. Und man muss sagen, ja, Loki ist erst 11 Monate alt. Aber für das, dass er erst 11 Monate ist, finde ich, führt er sich auf oder benimmt er sich wie ein perfekt erzogener Hund, der eigentlich auch längst aus seinem Flegelalter draußen ist. Also ja, das wäre früher auch undenkbar gewesen. Mein Hund ist neben mir und da ist ein Pferd, ein Pony. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich kann es nicht erklären. Ich kann mich einem anderen Rententier nähern. Auch das wäre vorher undenkbar gewesen, dass einfach Vögel an uns vorbeifliegen. Er ist zwar interessiert, aber total gechillt. Und ja, fliegen einfach mal Vögel an uns vorbei.